Vítejte u dalšího z webinářů Národního pedagogického institutu, které připravujeme v projektu SIPO. Dnešní webinář Hezky německy práce s digitálními učebnicemi je zaměřený, jak už sám název napovídá, na výuku němčiny. Připravila ho pro nás paní doktorka Veronika Hutarová, kterou zde srdečně vítám. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den z Prahy. Dobrý den. My vždycky na začátku věnujeme několik slov samotným lektorům, takže já na vás hned v úvodu prozradím, že pocházíte z Berlína, že jste studovala bohemistiku a germanistiku na Karlově univerzitě v Praze, ale také germanistiku na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Po studiu jste pak učila na jazykovém gymnáziu a poté na Vysoké škole ekonomické v Praze a inspirována vlastní zkušeností jste se zabývala teoreticky bilingvismem a metodikou rané výuky cizích jazyků, k tomu my se možná ještě dostaneme. Po nástupu na Vysokou školu ekonomickou jste se intenzivně věnovala metodice výuky hospodářské a profesně orientované němčiny. Vedle výuky ve firemních kurzech jste také překládala a tlumočila, absolvovala jste celou řadu kurzů a vzdělávání pro multiplikátory, převážně organizovaných Goethe institutem. Od roku 2001 pak pracujete jako reprezentantka pro nakladatelství Huber a lektorka ve vzdělávání učitelů německého jazyka v Česku a na Slovensku. Každoročně lektorujete celou řadu seminářů k nejrůznějším tématům. Od roku 2020 také lektorujete nebo moderujete webináře. Jako přednášející jste se účastnila celé řady konferencí, naposledy nedávno, v lednu 2023, to byla konference organizovaná Univerzitou svatého Cyrila a Metoděje v Trnavě. Mimo jiné jste spoluautorkou titulu Super pro střední školy, českého vydání Beste Freunde pro základní školy a nejnověji pracujete na českém vydání učebnice Momente. Autorsky se pak specializujete zejména na fonetiku, gramatiku, reálie a projekty. Vedle lektorské činnosti patří k vaší pracovní náplni především management a poradenství. A dovolte mi tu otázku, zbývá vám ještě nějaký čas na záliby, koníčky, co děláte, když zrovna nepracujete? Ano, zbývá a je to velice důležité, právě pokud i chce člověk podávat nějaké dobré výkony pracovní, tak jak v němčině i nové se říká work-life balance, to je velmi důležité, tak já jako amatérsky hraju na housle velmi aktivně a třeba ze sportu běhám na pěškách nebo ráda plavu a teď mám teda nový koníček, protože před 2 týdny přesně se mi narodil vnuk, takže se mu budu věnovat. Gratulujeme. Děkuju. A protože jsme mluvili o bilingvismu, metodice rané výuky cizích jazyků. No, tam budu mít novou zkušenost, protože tatínek je Francouz, tak doufala jsem, že budu za německou babičku, ale dítě bude vyrůstat bilingvně česko-francouzsky, takže jsem na to moc zvědavá. Dcera mi dovolila možná němčinu jako čtvrtý jazyk potom. Takže to časem, protože rodiče se baví anglicky, takže tak bude to zajímavé. Rozhodně je to téma výuky cizích jazyků v raném věku a ta metodika je velice zajímavé a myslím si, že dá se v každé životní fázi jako uplatnit. Já. Wir haben gesagt, oder das Thema des heutigen Webinars wurde auf Tschechisch formuliert oder der Untertitel als Arbeit mit den digitalen Werkzeugen oder mit interaktiven Kursbüchern. Es gibt eben sehr viele Namen heutzutage für diese Produkte. Ich habe das jetzt genannt, das Digidings. Und damit möchte ich einsteigen, wie heißt das eigentlich richtig, das Digidings, also Dings sagen wir, wenn wir nicht wissen, wie wir irgendwas benennen sollen und wie arbeite ich am besten damit, das wird heute mein Thema sein. Ich möchte am Anfang einen kurzen Rückblick machen, wenn wir vor 10, 15 Jahren uns unterhalten hätten über neue Instrumente und Digitalisierung, dann hätten wir von CD-ROMs gesprochen und von der interaktiven Tafel. Ich habe hier ein Screenshot von Beste Freunde, interaktive Učebnice. Das war also die Zeit der Scheiben. Vielleicht sagen Sie endlich, habe ich mich damit angefreundet und weiß, wie das geht und jetzt ist alles wieder neu.
Die Scheibe ist tot, können wir sagen, und es lebe das Online-Produkt. Ich frage Sie vielleicht im Chat, was meinen Sie, welche Vorteile hat das Online-Produkt? Können Sie mir vielleicht spontan antworten? Okay, jetzt sehen Sie das auch. Hier haben wir auch schon. Jawohl, also die Online-Produkte sind schneller, individualisierbar. Mhm. Okay, also vielleicht fassen wir das zusammen. Online-Produkte sind auf allen Endgeräten nutzbar, unabhängig vom Ort. Man braucht keine interaktive Tafel. Alle Funktionalitäten sind trotzdem vorhanden. Online und offline nutzbar, weil auch mit Online-Produkten können Sie offline arbeiten. Und Sie sind unabhängig von Aktualisierungen. Das heißt, es kann uns nicht passieren, wie vor ein paar Jahren, wenn Adobe eine Aktualisierung macht, dass unsere Produkte dann nicht mehr funktionieren. So, und übrigens haben Sie überhaupt noch ein Gerät mit einem CD-ROM-Laufwerk. Interessanter für Schüler und so weiter. Ich möchte jetzt eine kleine Umfrage starten. Technickou podporu má poprosím o dotazník. Wir stellen uns am Anfang die Frage, wie Sie mit Online-Produkten oder Offline-Produkten arbeiten. Tady máme už nám technická podpora ukazuje. Na výběr prosím dejte tyto možnosti. Okay, ich hoffe, dass es klappt. Wir warten eine Weile. Tak nevím, v jakém je to stádiu, jestli hlasujete. OK, vielleicht. Tak 40 lidí hlasovalo, podíváme se na výsledky. Můžu poprosit technickou podporu o nějaký výsledek. Aha, výborně. So, das ist für mich sehr wichtig, weil ganz viele von Ihnen haben Erfahrungen mit dem Lehrwerkservice aber, oder mit CD-ROMs, aber noch nicht mit den digitalen Online-Produkten. Okay, also nochmal. Sie sagen vielleicht nochmal die Vorteile. Vor allem muss man darauf hinweisen, dass diese Produkte sehr wichtig waren in den Zeiten der Pandemie, weil auf einmal die Lehrkräfte von zu Hause aus Online-Unterricht gemacht haben und die interaktive Tafel war in der Schule und so weiter. Also diese Unabhängigkeit von diesen Geräten ist ein großer Vorteil. Wenn Sie jetzt sagen, okay, ich möchte das ausprobieren, ich habe noch keine Erfahrung, dann kommen wir zu der Frage, okay, das will ich jetzt auch haben, was brauche ich? Also alles fängt mit dem Code an und der Code, fragen Sie sich vielleicht, wo bekomme ich den? Ich könnte jetzt im Chat fragen, aber wahrscheinlich haben wir noch nicht viele Benutzer, Benutzerinnen unter uns. Das heißt, den Code können Sie bekommen entweder im Rahmen eines Lehrwerks. Das heißt, Sie kaufen ein Lehrwerk der neuen Generation und dann ist der Code schon drin auf der Innenseite. Ich zeige das mal hier in die Kamera, ja. Wenn Sie das sehen können, das ist der Innenumschlag und hier unten ist ein Code, den Sie aktivieren. Die zweite Möglichkeit, wie Sie an den Code herankommen, Sie haben, bei Huber ist es so, Sie haben ein Lehrwerk, das ist vor 2020 erschienen. Es heißt, es ist halt die interaktive digitale Ausgabe und Sie können diesen Code zum Printlehrwerk kaufen, fakultativ. Und die dritte Möglichkeit ist vor allem für diejenigen, die noch gar keine Erfahrung haben, Sie können auch an die Huber-Repräsentanz schreiben. Ich schreibe dann später noch diese Adresse in den Chat und da können Sie einen Probecode anfordern. So, ich werde jetzt aus der Präsentation aussteigen. Gibt es an dieser Stelle eine Frage bis hierher? Wenn ja, dann können Sie im Chat fragen. Okay, Sie können natürlich auch die Fragen für später aufheben. Und jetzt habe ich gesagt, also es fängt mit dem Code an. Und wenn Sie diesen Code haben, dann gehen Sie auf huber.de. Interaktiv. Und hier haben Sie unten zwei Möglichkeiten. Entweder
Sie haben den ersten Code, dann müssen Sie sich zuerst registrieren. Oder Sie haben schon ein Konto und dann melden Sie sich hier an. Dann kommt das Fenster hier und ich melde mich hier an mit E-Mail und Passwort. Es ist sehr empfehlenswert, dass Sie diese Angaben auf Ihrem Computer gespeichert haben, so wie ich das mache. Ich sage immer, das ist kein Internetbanking, also die Gefahr, dass da jemand in Ihr Regal einsteigt, ist gering. Man kann kein Geld gewinnen, man kann nur in die Lehrbücher schauen und ich melde mich jetzt an und dann werden wir sehen, was passiert. Jetzt sind wir auf dem Portal huber.de interaktiv und wir haben verschiedene Funktionen. Ich bin hier angemeldet und jetzt müssen wir unterscheiden. Wenn Sie sich das erste Mal registrieren, dann haben Sie erstmal ein Einzelnutzerkonto. Das haben Ihre Schüler auch oder Ihre Schülerinnen. Bei dem Einzelnutzerkonto gibt es hier links 4 Funktionen. Mein Regal. Hier haben Sie alle Ihre Lehrwerke, alle Ihre Bücher sozusagen im virtuellen Regal. Wie Sie sehen, bei mir sind es viele. Die sind alphabetisch geordnet. Vielleicht noch wichtig, bei jedem Titel steht auch, wie lange die Lizenz, die Sie durch den Code bekommen, noch verfügbar ist. Die Lizenzen dauern 3 Jahre. Das heißt, ich sehe hier zum Beispiel bei Beste Freunde 2 Arbeitsbuch noch bis September 23 verfügbar. Dann muss ich das verlängern. Außer dem Regal, in das wir später schauen, gibt es dann den Verlagskatalog. Hier können Sie suchen, ob es irgendeinen Titel, also zum Beispiel Ihr Lehrwerk, falls Sie ein Lehrwerk von Huber haben, auch interaktiv gibt. Dann gibt es hier diesen Link Code einlösen. Ab dem zweiten Code, den Sie bekommen, arbeiten Sie mit diesem Link. Das heißt, der erste Code dient zur Registrierung und gleichzeitig wird das Buch eingelesen. Ab dem zweiten Code kopieren Sie oder schreiben Sie den Code ab, klicken auf Eingeben und der Code erscheint in Ihrem Regal. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, offline mit dem Produkt zu arbeiten. Und das macht man über diesen Link. Ich empfehle allen, die mit diesen interaktiven Versionen erst beginnen, zuerst im Online-Modus zu arbeiten, weil es einfach leichter ist. Und wenn Sie dann alle Funktionen gut beherrschen, dann können Sie für den Fall, dass Sie keine feste Internetverbindung haben, hier eine App downloaden. Sie brauchen einen USB-Stick mit ausreichender Kapazität. Und dann können Sie das runterladen und Sie müssen alle 2 Wochen online sein, Entschuldigung, damit die Datei nicht verloren geht. Da gibt es einen Kopierschutz. Und es reicht aber, wenn Sie einfach online sind, dann verbindet sich die App mit dem Huber-Portal. Es gibt für die Bedienung dieser App gibt es eine extra Anleitung. Das heißt, das können Sie dann runterladen. Ich zeige Ihnen später, wo. So, also nochmal, mein Regal, Verlagskatalog, Code einlösen und App downloaden. Sie sehen aber, ich habe hier noch weitere Links, und zwar Schülerzugänge und Schulverwaltung und verfügbare Produkte. Das liegt daran, dass ich kein Einzelnutzerkonto habe, also kein Schülerkonto, sondern ich habe ein Lehrerkonto, auch Institutionskonto genannt. Und das bekomme ich ganz einfach, indem ich hier auf Einstellungen gehe. Hier stehen meine Angaben. Und wenn ich jetzt dieses Einzelnutzerkonto hätte, dann würde hier rechts ein roter Balken erscheinen. So wie hier Änderungen speichern, hätte ich hier rechts das Angebot zum Institutionskonto erweitern.
Und jetzt stellen Sie sich wahrscheinlich diese Frage, wozu das gut ist. Der Hauptgewinn oder Zugewinn eines Schulkontos, also eines Lehrerkontos oder Institutionskontos ist, dass Sie die Ergebnisse Ihrer Schüler und Schülerinnen verfolgen können. Bei diesem Institutionskonto gibt es die Funktion Hausaufgabentracking, nennen wir das. Das heißt, Sie können hier bei Schülerzugänge eine virtuelle Klasse gründen. Sie können hier die Klasse verwalten. Und wenn Sie einen Code einlösen, dann ist wichtig, erscheint dieses Produkt zuerst in verfügbare Produkte und dann müssen Sie es in das Regal stellen. Sie könnten theoretisch auch dieses Buch der Klasse zuordnen. Aber da unsere Schüler und Schülerinnen bereits Bücher haben mit Codes, ist es eigentlich überflüssig. Das können vor allem die Institutionen wie Sprachenschulen nutzen, wenn sie wollen, dass sie das Buch behalten und nicht, dass die Lizenz der Kursteilnehmer bekommt. So, jetzt hoffe ich, dass es nicht zu kompliziert war. Gibt es bisher Fragen? Sie können auch, wie gesagt, am Ende der Veranstaltung noch fragen und Sie können auch auf Tschechisch fragen. Diese Sachen sind nicht einfachsprachlich. Das können wir dann nach dem Webinar machen. Falls es jetzt im Moment keine Fragen gibt, dann schauen wir mal in ein konkretes Buch. Und ich zeige Ihnen die Funktionen, wie man mit dem digitalen Dings da arbeiten kann. Ich habe ein ganz modernes Lehrwerk gewählt. Das ist ein Lehrwerk, das ab 15 einsetzbar ist, also für die Mittelschule und für Erwachsene. Dieses Lehrwerk heißt Momente. Wie schon eingangs erwähnt worden ist, wir bereiten dazu eine tschechische Ausgabe vor und ich gehe jetzt auf Aufrufen und steige in den Band A1-2 ein. So, das ist ein Einstieg in die Lektion. Dieses Lehrwerk hat sehr kurze Lektionen, 4 Seiten. Die erste Seite ist eine Einstiegsseite und jetzt stellen wir uns vor, wir würden mit diesem Lehrwerk unterrichten würden jetzt mit dieser Einstiegsseite arbeiten. Ich habe hier etwas versteckt. Sie sehen, es geht um eine Reportage, um einen Bericht aus einer Stadt. Wir haben hier eine sehr sympathische junge Dame als Begleiterin durch die Stadt. Und ich habe jetzt ein bisschen ein Geheimnis vorbereitet, so wie Sie das in der Klasse machen können. Und frage Sie im Chat, was glauben Sie, um welche Stadt handelt es sich hier? Das ist jetzt mein Rätsel und mal sehen, ob Sie das erraten können. Hier haben wir unten noch ein Bild. So, durch welche Stadt führt uns Sophia? Köln? Köln ist es nicht. Auch wenn wir da ein... Berlin, jawohl, es ist Berlin. Bamberg war auch... Keine Ahnung, okay. Das war aber auch ziemlich schwer, weil ich nämlich einiges versteckt habe. Und zwar hier mit dieser Funktion, das durchgestrichene Auge. Ja? Damit kann ich, wenn ich darauf klicke, damit kann ich etwas markieren, ein Teil von der Fläche. Dann klicke ich hier drauf und jetzt habe ich so eine Art Tapete. Und ich wollte Ihnen zeigen, dass Sie diese Funktion des Auges besonders gut zum Einstieg in die Lektion oder in die Unterrichtsstunde nutzen können, weil Sie einfach, indem Sie einen Teil des Bildes verstecken, ein Bild mit einem Geheimnis machen, ein sogenanntes offenes Bild nennt man das, und dann können Sie die Schüler oder Schülerinnen raten lassen. Wenn Sie das jetzt wegmachen wollen, dann gehen Sie einfach hier auf diese Mülltonne, zack, und dann ist es weg. Ich könnte jetzt auch noch die Frage etwas leichter machen, indem ich hier nur den Namen der Stadt verstecke und hier
schon verrate, welche Sehenswürdigkeiten gezeigt werden. Der Victoria Park. Und hier haben wir die Oberbaumbrücke mit der Spree. Also wenn da Spree steht, dann würden vielleicht einige darauf kommen, dass das Berlin sein könnte. Und ganz sicher würde man das erraten hier anhand der Mauer. Und hier steht auch schon Berlin. Okay, die East Side Gallery, die Mauer. Ich werde jetzt auch noch die Überschrift löschen oder freistecken. Und dann ist der Titel Berlin gefällt mir. Wie gesagt, wir haben hier eine junge Begleiterin, die uns Berlin zeigt. Wir haben bei jeder Lektion steigen wir mit einer Bildbeschreibung beziehungsweise mit einem Gespräch über die Bilder ein. Und jetzt können wir fragen, sehen Sie die Bilder an? Was meinen Sie? Was macht Sophia aus Spanien in Berlin? Die Lernenden können jetzt Tipps geben. Sie ist Touristin oder vielleicht ist sie Studentin oder vielleicht ist sie zu Besuch. Und dann spricht man über die Orte in Berlin. Und dann kommt ein Film und die große Revolution dieser digitalen Lehrwerke ist unter anderem, dass sie nicht nur die Aufnahmen integriert haben, sondern auch schon Filme. Und diesen Film möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Ich heiße Sophia. Ich komme aus Spanien. Ich studiere in Berlin und ich liebe Berlin. Berlin ist toll. Berlin ist interessant. Berlin ist einfach anders. Ein paar Beispiele? Berlin ist bunt. Zum Beispiel an der East Side Gallery. Bis 1990 war hier die Grenze zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland. Hier kann man auch heute noch ein Stück Berliner Mauer sehen. Jetzt mit vielen, vielen bunten Bildern. Berlin ist nass. Und das gefällt mir besonders gut. Es gibt so viel Wasser in Berlin. Hier schaue ich gerade von der Oberbaumbrücke auf die Spree. Berlin ist grün. Die deutsche Hauptstadt hat viele, viele Parks. Das gefällt mir sehr gut. Das hier ist der Victoria Park. Sagt selbst, ist es nicht super schön hier? Berlin ist lecker. Na, auch Hunger? In Berlin kein Problem. Hier bekommst du alles. Ich habe mir gerade meine Lieblingsfalafel geholt. Berlin ist einfach cool. So, jetzt sind wir in Neukölln. Das ist mein Lieblingsviertel in Berlin. Hier wohne ich auch. Und jetzt muss ich noch lernen für die Uni. Wir haben morgen Prüfung. Also, tschüss. Wir sehen uns. Okay, das war also ein kurzer Film. Ich steige hier aus über das Kreuz. Und jetzt stellen wir uns vor, wir machen jetzt weiter im Unterricht und können gleich noch zu der nächsten Aufgabe gehen. Ich frage Sie jetzt im Chat, vielleicht können Sie jetzt die Schüler simulieren. Ich habe hier ein Assoziogramm und hier kann ich was ergänzen. Also, was wissen Sie noch über Berlin? Wie ist Berlin? Vielleicht schreiben Sie mir ein paar Wörter in den Chat und ich zeige Ihnen dann, wie ich das in das Buch eintragen kann. Noch Vorschläge? Lecker, nass. Sehr schön. Toll. Okay, also ich möchte jetzt hier reinschreiben in das Assoziogramm und dazu brauche ich hier oben eine der Funktionen, die in der Mitte sind, und zwar den Text. Ich klicke auf Text, klicke auf die Farbe und ergänze hier grün oder ergänze hier zum Beispiel nass. So, und jetzt sehe ich, ich muss wieder aussteigen, wenn ich weitermachen will. Ich sehe, das ist nass, das ist mir nicht so gut gelungen. Das ist so sehr an der Mitte dran. Das heißt, ich möchte das jetzt ein bisschen verschieben. Und gleich neben dem T sehen Sie so ein A im Kästchen. Das dient, diese Funktion dient zur Editation. Ich klicke drauf, klicke auf das Wort und dann kann ich das verschieben. Ich kann auch das vergrößern, auf den Kopf stellen oder spiegelverkehrt und so weiter. Ich kann also damit arbeiten. Und hier kann ich weiterschreiben, zum Beispiel, was hat mir noch? Cool oder toll.
Ich darf nicht vergessen, wenn ich eine andere Funktion nehmen will, dass ich aus der ursprünglichen Funktion, jetzt bis zum Beispiel aus der Editation aussteigen muss, sonst lässt mich das Programm nicht weiterarbeiten. Also nochmal draufklicken. Und jetzt gehe ich eine Seite weiter, dass alle diese Werkzeuge finde ich links hier oben. So, jetzt bin ich eine Seite weiter und jetzt haben wir die nächste Aufgabe und hier kann ich zum Beispiel etwas markieren. Wir sind immer noch hier in der Mitte, also hier ganz links. Dieses erste Werkzeug ist ein Marker und hier kann ich wieder wählen, wie dick das ist. Und ich nehme zum Beispiel die Farbe Orange und ich kann jetzt zum Beispiel alle Eigennamen markieren. Sophia, Spanien, Berlin und so weiter. Das war jetzt keine sinnvolle Aufgabe, aber Sie können also vieles andere markieren. Und wieder, ich steige aus, ich klicke drauf. Wir haben also die Möglichkeit, die Aufnahmen abzuspielen, Filme abzuspielen. Und wir haben hier noch überall da, wo dieses Piktogramm ist, vom Buch mit dem Finger, haben wir eine interaktive Übung. Das heißt, meine Empfehlung ist, lassen Sie die Schüler und Schülerinnen die Übung machen, im Buch machen und zur Kontrolle nehmen Sie dann diese interaktive Übung. Also, Berlin ist einfach anders. Lesen Sie Sophias Blog und die Aufgabe ist hier, die Überschriften zuzuordnen. Ich mache das jetzt ganz zufällig. Wir haben nicht so viel Zeit. Ja? Also, ich klicke immer auf die Überschrift von dem Absatz, klicke in das Kästchen und dann gehe ich runter. Hier hatten wir noch was mit Zoo, gibt es Pelikane? Und dann hier noch was. Sophias Berlin. Ich gehe wieder runter. Und das letzte, reines Zufallsprinzip. Mietpreise haben wir hier noch. Davon ist auch die Rede. So. Und jetzt klicke ich auf Überprüfen. Und dann sehe ich, wir haben 3 von 5 Punkten erreicht. Das können Sie zur Kontrolle machen im Unterricht, aber die Lernenden können das auch noch mal zu Hause machen und haben sofort eine Rückmeldung. Und das ist ganz wichtig beim Arbeitsbuch, weil das Arbeitsbuch funktioniert genauso, dass es hier eben interaktive Übungen gibt, überall, wo diese Zeichen auftauchen. Ich steige jetzt wieder aus durch das Kreuz hier oben und wenn ich das nächste Mal nochmal die Übung machen will, weil ich vielleicht nicht alles richtig hatte, dann gehe ich auf Neu starten. So, ich mache jetzt wieder meine Markierung weg, gehe auf die Mülltonne. Zack, Spanien und Berlin, das wische ich alles weg. Und ich könnte Ihnen vielleicht noch zeigen, hier rechts, das sind Werkzeuge zur Abbildung. Ich kann das hier vergrößern oder verkleinern, das ist klar durch die Lupe. Oder ich kann auch eine Doppelseite zeigen. Und das macht jetzt Sinn, dass ich Ihnen eine Doppelseite zeige. Das ist nämlich hier diese wichtige Doppelseite, wo der ganze neue Stoff ist. Ja? Hier sind wir schon in der nächsten Lektion. Und hier sehen Sie unten etwas, was man Bildlexikon nennt. Das war auch schon im Lehrwerk Menschen und jetzt haben wir das in Momente und das ist eine wunderbare Hilfe zum Lernen der Vokabeln, die jetzt auch noch interaktiv ist. Aha, okay, ich gehe jetzt auf diese Markierung. Wir haben gesehen, die interaktive Übung, die der Lernende machen kann, war ein Buch. Und hier haben wir einen Videoclip. Und ein Videoclip hat dieses Pikto, wo der Finger in einem runden Feld ist. Und jetzt sehen wir den Clip zum Vokabellernen. So, wir sind zuerst
im Teil Verstehen. Hier oben steht Verstehen plus und ich, wenn die Vokabeln für mich neu sind als Schülerin, dann gucke ich mir das erstmal an und wiederhole die Wörter. Die Kirche, Kirchen. In Dresden gibt es viele Kirchen. Das Schloss, Schlösser. Ein Beispiel reicht. Wichtig ist, dass sich das neue Wort mit dem Bild verbindet, dass wir auch den Plural üben und dass es für jedes Wort einen Beispielsatz gibt. Wenn der Schüler, die Schülerin das alles hier durchtrainiert hat, dann geht er oder sie unten auf dem Balken eine Stufe weiter zum Modus Üben. Hier steht Üben und hier gibt es eine ganze Menge Übungen. Hier zum Beispiel kann man üben, wie das richtig geschrieben wird, ja, der Hafen und so weiter überprüfen und dann habe ich das nicht gemacht. Aber wir sehen, es gibt noch viele, viele andere Beispiele. So, ich steige jetzt hier aus. Es kam inzwischen durch im Chat eine Frage nach einem Lehrwerk für die Grundschulen. Ich kann zum Schluss sehr gerne noch was aus Beste Freunde Plus zeigen. Ich arbeite jetzt mit Momente, weil Momente zu den neuen multimedialen Lehrwerken gehört. Und weil das kaum bekannt ist, also sehr wenige kennen das, aber die Funktionen, die ich jetzt bei Momente habe, gibt es auch bei Beste Freunde Plus. Ich rekapituliere nochmal hier oben die Funktionen Marker, Text, Editation und Auge. Haben wir schon gezeigt. Und das Letzte, was uns noch fehlt, die letzten zwei Funktionen sind der Stift und die Notiz. Der Stift, mit dem habe ich hier gearbeitet. Hier haben wir zum Beispiel eine Übung, wo wir zuordnen. Raul, super Tipps. Ich danke dir, Sophia. Und hier kann ich zeigen, wie das funktioniert mit dem Stift. Also ich kann das hier verbinden. Dein Blog hilft mir sehr. Also mir bezieht sich auf Raul und er bezieht sich auf Blog. Und so kann ich den Stift einsetzen. Die letzte Funktion, die ich noch nicht gezeigt habe, ist die Notiz. Das ist wie eine Art Spickzettel. Ich klicke hier auf Notiz, klicke hier darauf und kann was reinschreiben. Zum Beispiel mit der Gruppe 2, mit der Klasse 2b habe ich diese Übung schon gemacht, aber will sie wiederholen. Und dann verstecke ich den Inhalt. So, hier haben wir einen Videoclip zur Grammatik. Den zeige ich jetzt nicht, weil ich den bei Beste Freunde zeigen will. Und hier haben wir zum Schluss noch einen Film zur Kommunikation. Das kann ich jetzt noch zeigen. Mein Lieblingsort ist der Wesslinger See in der Nähe von München. Dort kann man ganz viel machen. Spazieren gehen, joggen, schwimmen. Es gibt dort auch ein Café. Dort gibt es Kaffee, Kuchen, Eis und auch gutes Essen. Man kann am Wesslinger See auch Boote und Boards mieten. Das gefällt mir besonders gut. Manchmal höre ich Musik. Oder ich lese ein Buch. Der Wesslinger See ist einfach toll. Okay, hier haben wir nur die Funktion Verstehen. Hier wird nichts geübt. Aber es ist nicht nur so zum Film angucken, sondern ganz wichtig ist die Aufgabe hier dazu. Schreiben Sie einen Text über Ihren Lieblingsort. Wir haben einen Mustertext und dazu ein Beispiel, wie man auch einen Film drehen kann, einen Handyfilm und ein Schreibspiel. Das
Zum Schluss gibt es noch einen Schnelltest, der auch interaktiv gemacht wird, und dann geht es weiter zur nächsten Lektion. Sie sehen, ich bewege mich hier im Buch mit Hilfe von diesen zwei Pfeilen um eine Seite weiter oder zurück. Es gibt aber auch natürlich noch andere Möglichkeiten. Hier gibt es eine Suchfunktion. Also wenn ich ein Wort suche, ich möchte wissen zum Beispiel, ob das Wort Marmelade in dem Buch vorkommt, dann kann ich das hier eingeben und suchen. Und dann findet das natürlich das Programm das Wort oder es sagt mir, Marmelade gibt es nicht. Und wenn ich hier auf diese drei Punkte klicke, dann habe ich entweder die Ansicht, hier ist das die nächste Lektion, die Einstiegsseite, oder das Inhaltsverzeichnis. Also hier kann ich zum Beispiel in die Lektion 15 hüpfen. Und wenn ich da bin, wo ich sein will, dann schließe ich das wieder, damit das mein Bild nicht stört. Also wie gesagt, Inhaltsverzeichnis, Suchfunktion, hin und her um eine Seite. Ich kann natürlich auch gleich die Seite eingeben, auf die ich will. Und hier rechts sind also die Tools, mit denen ich vergrößern, verkleinern kann oder eine Doppelseite abbilden kann. Und nochmal zur Rekapitulation, die Funktionen, die praktisch mit denen korrespondieren, die wir von der interaktiven Tafel her schon kennen, von links nach rechts, Marker, Notiz, Text, Editation des Textes, Stift, Auge und Mülltonne. Gibt es bis hierher Fragen? Das waren jetzt ziemlich viele Informationen. Vielleicht brauchen Sie jetzt aktuell zu dem, was ich gezeigt habe, zu den Funktionen eine Erklärung. Nein, danke. Okay. Gut, wie gesagt, es gibt sicher auch noch Fragen später. Die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen, und ich werde sie gerne beantworten. Wir schauen jetzt noch ganz kurz in das Arbeitsbuch. Wie ich schon gesagt habe, ist das Arbeitsbuch so gestaltet, und das ist eben der Trend bei den multimedialen Lehrwerken, dass der Lernende sehr viel selbst machen kann, wenn er dann, aha, ich bin jetzt hier abgemeldet wahrscheinlich. Okay, dann gehen wir, ich sehe gerade hier, bin ich bei Beste Freunde Plus. Dann gehe ich gleich mal zu Beste Freunde Plus und hoffe, dass das jetzt, genau. Wie gesagt, im Chat kam der Wunsch, dass ich auch etwas für die Grundschulen zeige. Also an den Grundschulen ist das meist eingesetzte Lehrwerk Beste Freunde. Deswegen habe ich das heute nicht vorgestellt, weil das sehr, sehr verbreitet ist, dieses Lehrwerk. Aber was jetzt neu kommt, ist die Ausgabe Beste Freunde Plus. Die Ausgabe Beste Freunde Plus ist inhaltlich oder unterscheidet sich inhaltlich von der älteren Ausgabe Beste Freunde Minimal, aber es gibt eben diese beste digitale Ausstattung, die wir bis jetzt bieten können, unter anderem auch Videoclips, und ich möchte Ihnen so einen Clip hier zeigen. Das ist aus der Lektion 4. Es geht hier um die Konjugation von finden. Und der Clip ist sozusagen den Jugendlichen angepasst. Sport finde ich cool. Ich finde Sport auch toll. Ich liebe Fußball. Echt? Sport finde ich total blöd. Oh,
Okay, das war ein Clip zur Wortstellung. Und hier habe ich noch einen Clip zur Konjugation, den wollte ich eigentlich finden. Das ist zur eigentlichen Konjugation. Hier haben wir die Szene, wo die drei Jugendlichen, die drei Protagonisten, Laura, Simon und Nico, über den Stundenplan sprechen. Und hier ist der neue Grammatikstoff ist Finden. Konjugation von Finden, der ein bisschen Unregelmäßigkeiten aufweist und dazu jetzt der Clip. Alissa findet Informatik cool. Daniel findet Informatik langweilig. Finden. Ich finde. Du? Du findest. sie. Sie findet. Wir finden. Ihr? Ihr findet. Sie finden. Okay, ich hoffe, der Clip hat Ihnen gefallen und natürlich hoffen wir in erster Linie auch, dass er den Jugendlichen gefallen wird. Und wie gesagt, dieses Buch, was ich Ihnen zeige, ist bis jetzt in der internationalen Ausgabe. Es wird aber im April auch in der tschechischen Bearbeitung erscheinen. Es sind nicht nur Grammatikclips, sondern auch Kommunikationsclips. Wir haben hier neue Begleiter und so weiter. So, überall, wo Sie dieses Piktogramm sehen, das runde Button mit dem Finger, das sind überall Clips. Und das ist die große Neuerung bei Beste Freunde Plus. Okay. Gibt es Fragen bis hierher? Ich sehe die Fragen schon bei Q und A. Das machen wir zum Schluss. Ja, jetzt kommt noch etwas im Chat. Vielen Dank, keine Fragen. Okay, Sie werden wirklich zum Schluss noch Möglichkeit haben. Ich möchte Ihnen noch zeigen, also wie das jetzt ist im Arbeitsbuch. Das kann ich übrigens auch bei Beste Freunde Plus zeigen. Okay, also das ist jetzt auch die internationale Version, weil wir die tschechische noch nicht haben. Hier haben wir zum Beispiel die Phonetik. Das heißt, der Schüler kann das mit dem Arbeitsbuch trainieren. Und es gibt auch neu zur Phonetik einen Clip. Was ich Ihnen zeigen wollte, ist eigentlich der Lernwortschatz. Da gibt es auch zusätzlich einen Videoclip. Das haben wir dann natürlich zweisprachig. Und wenn wir jetzt eine Lektion durchgehen, nehmen wir mal an die Lektion 2. Ich werde das noch ein bisschen vergrößern. Laura klettert gern. Hier beginnt die Lektion 2. Und hier sehen Sie, können die Schüler entweder interaktiv arbeiten, indem sie diese Übung machen. Interaktiv. Das ist genauso wie bei Momente. Wir brauchen jetzt ein bisschen, okay. Oder Sie können hier reinschreiben mit der Funktion Text. Oder Sie können das natürlich auch klassisch mit dem Kugelschreiber machen.
Ich wollte Ihnen hier zeigen, dass fast alle Übungen hier interaktiviert sind. Übung 1, 2, 3, 4, 5. 5 ist jetzt nicht interaktiviert. Das wird hier anders gelöst, also mit dem Kugelschreiber. Aber 6, 7 und sogar Übung 8. Hier ist ein anderes, eine Portfolio-Übung. Schreib nun, was machst du gern, was machst du nicht. Das ist eine freie Übung, eine Übung zum freien Schreiben. Also da kann es keine eindeutige Lösung geben. Und deswegen ist das nicht interaktiviert. Aber auch die Grammatik und so weiter. So, ich zeige Ihnen das jetzt noch einmal oder möchte darauf hinweisen, weil ich daran erinnern möchte, wenn Sie die Funktion des Hausaufgaben-Trackings haben, das heißt, Sie erweitern Ihr Konto zum Institutionskonto, dann können Sie eine virtuelle Klasse gründen und Ihre Schüler können dann, wenn Sie diese Übungen zu Hause machen, dann werden die Ergebnisse dieser Übungen in Ihrem Lehrerraum erscheinen und das sowohl pro Klasse als auch pro Schüler. Falls Sie daran interessiert sind, wie das funktioniert, dann können Sie auf huber.decz, gibt es ein Videotutorial, da können Sie, das zeige ich nochmal, Česky to říkáme sledování domácích úkolů. Also, falls Sie mehr über die Funktion wissen wollen, dann gehen Sie hier auf diesen Text und hier unten auf mehr, tady máte v češtině Videotutorial. Okay, als letztes möchte ich Ihnen noch eine ganz neue Komponente zeigen. Und das ist das, der digitale Unterrichtsplaner, den gibt es bis jetzt zu Momente. Das ist eine revolutionäre Komponente. Ich habe das hier zu Momente A1.1. Dieses digitale Lehrerhandbuch wird auch über den Code aktiviert. Und wenn Sie jetzt drauf schauen, dann sieht es aus wie das Kursbuch. Ich habe hier auch wieder so ein Auge aktiviert, die Tapete. Kann ich das wegmachen? Aber wichtig ist, Sie erinnern sich vielleicht, dass unter den drei Punkten das Inhaltsverzeichnis war und die Ansicht der Seiten. Hier ist zusätzlich noch ein drittes Pikto, das ist das hier. Und da sind die Lehrermaterialien. Da sind also die Anleitungen. Oder wie wir sagen würden, die Lehrerhandreichungen, auch die Tests, Stoppuhr, die alphabetische Workliste, Prüfungsübersicht und so weiter. Das ist also eine ganz neue Komponente, wenn Sie so wollen, das digitale interaktive Lehrerhandbuch. So, ich würde sagen, damit wir noch Zeit haben für Fragen, bin ich an dieser Stelle fertig. Und jetzt schauen wir mal zu Q und A. Da ist dieselbe Frage. Mohla bych poprosit o doporučení učebnice na ZŠ. To je ta samá otázka a to je Beste Freunde Plus. Hier kommt nur vielen Dank. An dieser Stelle wäre wirklich noch, falls Sie Hilfe brauchen oder falls Sie Fragen haben, die Möglichkeit zu fragen. Ich gehe ganz schnell noch zurück in meine Präsentation, um das zu beenden. Falls Sie zur Probe einen Code bestellen wollen, kontaktieren Sie das Huber-Büro, schicken Sie eine Mail an huber@huber.cz. Ich kann das nochmal in den Chat schreiben. Das ist ganz einfach. Takhle vám to skopíruju do chatu. Jo, dobrý. Okay. Okay, also an diese Adresse können Sie schreiben. Brauche ich bitte eine CD für Hörübungen? Nein, brauchen Sie nicht. Eine gute Frage. Genau, weil Sie alle Aufnahmen hier integriert haben. Jak, měla tady ještě otázka, jak to vychází s financemi. To bych se nechtěla tady věnovat, to není jako vlastně žádná akce propagační, spíš metodická, takže
Všechno se dovíte na našich stránkách, anebo když napíšete. Die Präsentation bekommt das Nationale Pädagogische Institut zur Verfügung. Mhm, vielen Dank. Keine Fragen? Reaktionen? Sehr praktisch? Okay, ich denke, ist auch nicht so schwer. Alles Wichtige, was Sie brauchen, ist auch auf der Website oder Sie schreiben uns einfach. Und meine Adresse zum Inhalt, hier habe ich noch die Quellenangaben und so. Falls Sie noch Fragen haben zum Inhalt des Webinars, dann können Sie mir auch direkt schreiben, hutarova@huba.cz. Okay, ich bleibe vielleicht noch eine kurze Weile, um Fragen zu beantworten. Präsentace ke stažení. Ich möchte mich also noch einmal herzlich bedanken und damit das Webinar beenden. Vielleicht hier noch, hier schreibt jemand, ich habe leider nicht immer die interaktive Farbtafel zur Verfügung. Sie brauchen eben für diese interaktiven Versionen keine digitale Tafel mehr. Sie brauchen nur einen Beamer, Dataprojektor und einen Computer, ein Notebook. Sonst brauchen Sie nichts.